Hallo, der Blind Spectator vor euch am Mikrofon und wir spielen weiter Racket hier in Item Shop's Tale. Und diesmal haben wir vor, zur Adventurous Guild zu gehen und dann tatsächlich unser das erste Mal in Dungeon zu gehen. Aber da weder in Town Square noch Chapel gerade Zeit kostet, wie wir oben links sehen, und es blinkt, gehen wir da mal kurz hin. Ich liebe es, mich am Platz hier entspannen zu können. Sieht so aus, als hättest du nie Probleme, dich entspannen zu können, selbst wenn wir nicht im Plaza sind. Nun, es ist gesund, nicht wahr? Geil. Kapelle. Sag mal, Tier, du kamst von einer Fiance Company, richtig? Was zur Hölle? Ja, stimmt. Ich arbeite für die Firma Fiance. Also bist du deren Angestellter, nicht wahr? Wie ist das so? Also das stimmt nicht ganz. Ich wurde beauftragt von... ich wurde von einer anderen Firma nach Therme beauftragt. Also bin ich nicht wirklich ein Angestellter. Also bist du nur beauftragt. Es wundert mich, du siehst so... so überraschend ist es nicht. Fast alle Feen in der menschlichen Gemeinde gehören zu einer sogenannten feenspezifische Auftragsagentur. Da gibt es natürlich ein paar freie Feen draußen, also Free Agent. Freiberufler. So sieht es also aus. Um die Wahrheit zu sagen, kann es ziemlich schwer sein für Feen, Arbeit in der menschlichen Welt zu finden. Also die Agentur wurde einige Jahre gegründet, um genau mit dieser Problematik halt zu handeln. Okay, Adventurous Guild. Jetzt können wir den auswählen. Der hat scheiß Ausrüstung, sehen wir da unten links. Der hat ein hässliches Kackschwert, Lederrüstung, ein Schild und ein Schal. Und den nutzen wir jetzt. Und ich bin so nett und nehme einen Apfel mit. Und ein Brot. Das Problem ist alles, was wir mitnehmen. Nehmt Platz in unserem Inventar weg, ne? Platz im Inventar, das wir eigentlich dafür nutzen wollen, um Gegenstände aufzusammeln. Daher scheißen wir eigentlich auf dem Seite Gesundheit. Ich meine, wir müssen auf jeden Fall lebend rauskommen, das ist wichtig, ne? Aber wir wollen auch möglichst wenig mit reinnehmen. Also das ist der Dungeon. Ja, willkommen, welcome in the jungle, wie sie sagen. Weißt du, halten wir nicht einfach Louis hier zurück? Ich meine, ich bin kein Monsterkiller, ich habe Angst. Wir beide sind perfekt geschützt. Um uns herum befindet sich ein Schutzschild. Für die Monster sind wir genauso wie unsichtbar. Wirklich, das ist krass. Also, Louis ist auch perfekt safe, denn? Nein, nicht wirklich. Oh, warum nicht? Während wir im Feld sind, müssen wir uns keine Sorgen machen um die Monster, aber, aber das ist, dadurch, aber da, wir können dadurch, mit nichts interagieren in diesem Dungeon. Also können wir nichts einsammeln? Warum sind wir dann hier? Das ist der Grund, warum unser Abenteuer außerhalb dieses Feldes ist. Ah, ich verstehe. Er wird also die Sachen kurz aufsammeln. Wenn unser Abenteurer verletzt ist, können wir ihn mitnehmen und uns zurückziehen. Aber da wir ihn zurücktragen müssen, können wir sehr wenig mit uns nehmen. Ein Item höchstens.
Also selbst wenn wir in Probleme geraten, verlieren wir nicht alles. Aber warte, ich dachte, du sagtest, wir können nicht. Ja, das werden wir später irgendwann ausführen. Natürlich, wenn wir hier sicher rausgehen, können wir so viel mitnehmen, wie unsere Beutel tragen. Warte, cool, warte, so viel wie unsere Beutel erlauben. Nun, unsere Beutel sind nicht bodenlos. Wenn wir keinen Platz mehr haben, werden wir entscheiden müssen, was wir mitnehmen und was wir da lassen. Also der Abenteurer fokussiert sich auf aufs Abenteuern, während wir im Auge behalten, was wir mitnehmen sollten und was nicht. Ich denke, das macht Sinn. Okay, also fangen wir an. Ja. Okay. Das war das. Okay, ja. Normaler Angriff, der war gerade anders, weil der hätte gekrittet, ne? So, das nehmen wir direkt mal mit. Schwert, ne? Hier kann man sich also durchschlagen. Dinger, die da rumfliegen, sind Erfahrung, meine ich, für den Abenteurer. Das da, also die Grünen und so weiter. Der wird dann mit der Zeit auch stärker. Wir haben einen Special-Angriff, das war dieser Wirbelangriff, den wir einmal außerdem gemacht haben. Und das wäre wie ein Crit gewesen. Und jetzt laufen wir hier rum und wollen herausfinden, wollen Gegenstände sammeln. Wir können schon zum nächsten Flur gehen. Es gibt üblicherweise, ich meine, 5 Farms, die relevant sind. Fünf muss man runtergehen, meine ich. Und dann kommt quasi der nächste Bereich, wo man dann entschließen kann, noch weiter reinzugehen oder rausgehen. Aber meistens ist dann die Tasche schon voll. Aber wir wollen hier jeden Bereich erstmal voll abklappern. Einfach, weil wir sind ja hier wegen Gegenständen, ne? Also sollte es einem einfach zu langweilig sein, nur einen Itemshop zu führen, dann ist es hier aber wieder ganz so gut Möglichkeit. Es gibt unterschiedliche Dungeons, die werden dann mit der Zeit auch schwerer, ne? Und es gibt auch noch andere Abenteurer als ihn hier. Alter, der lebt noch. Das eine war jetzt zum Beispiel ein Walnut Bread Plus One. Das ist dann sogar ein besseres Walnussbrot als das normale. Alter. Du dummes Kackviech, es laggt auch so ein bisschen, ne? Hin und wieder. Ja. Wir sehen auch, wir machen unterschiedliche Schaden, je nachdem, ob wir ein Monster von hinten treffen oder von der Seite. Oder wenn ein Monster gerade im Angriff begriffen war und unser Angriff zuerst trifft. Standard Charm, das ist nicht schlecht. Die Dinge gehen immer für recht gute Preise weg. Solche Amulette. Wir können auch, weil der hier ja nur so Scheißausrüstung hat, können wir tatsächlich welche zur Verfügung stellen. Wir können quasi aus unserem Laden geilere Sachen mitbringen oder vom Merchant, ne? Ihn dann damit ausrüsten. Das geht auch. Die Ausrüstung behält er dann aber nicht. Die kriegen wir danach tatsächlich auch wieder zurück. Ja? Und für den Dungeon ist es dann quasi stärker. Kann allerdings auch sein, dass der Typ irgendwann mal bei uns einkaufen gehen will. Und wenn er dann sowas hat wie ein Schwert, ne? Was er da mir bringt und dafür zahlen will, ne? Und wenn das ein besseres Schwert ist als das, das er hat, dann hat er dieses Schwert in Zukunft. Dann müssen wir ihn nicht mehr ausrüsten manuell quasi. Mit einem besseren Schwert. Daher wollen wir, wenn der mal bei uns in den Laden kommt, ihm die Sachen auf jeden Fall möglichst günstig verkaufen, damit er sie auch mitnimmt. Und der Typ hier ist allgemein so einer, der nie Geld hat. Ein Potstand, Alter. Alter.
Ach, Kackviech. Den muss man echt zuerst ausweichen, ne? Fick dich! Okay, wieder ein Flur durch gleich. Mach den hier noch weg. Monster respawn auch, also hier spawnen immer wieder neue quasi. Kann man endlos grinden in gewisser Art und Weise, allerdings spawnen nur sehr wenige neue. Also man muss dann immer sehr viel laufen, wenn man das wollen würde. Die sind scheiße, von denen sollte man sich nicht berühren lassen. Weil die saugen einen richtig schnell Leben ab. Geiles Schwert. Das könnte man ihn doch jetzt sogar ausrüsten, oder nicht? Nee, kann man nicht. Doch, irgendwie muss es gehen. Equip. Wir können ihm jetzt nämlich das Langschwert geben. Das kriegen wir danach dann ja wieder. Und da macht er jetzt schon etwas, zumindest etwas mehr Schaden. Stimmt ja, der kann ja Projektile abwehren mit seinem Schild, wenn man nichts tut während der Zeit. Okay, jetzt haben wir schon den Punkt erreicht, wo wir ihn nicht mehr tragen können. Das ist ärgerlich. Das erste, was wir also wegwerfen. Ach, Ingredient, da weiß ich gar nicht mehr, was die genau waren. Das hier werfen wir. Unthankful Statue. Alter, 2400 ist das Ding wert. Wir werfen den Schleim weg. Throw away. Schokolade ist auf jeden Fall mehr wert. Dreht sich quasi nur noch darum, wenn wir noch geilere Sachen finden als die, die wir schon haben, das dann auszutauschen. Aber ansonsten haben wir in diesem Dungeon nicht mehr arg viel zu tun. Nur noch durchkommen. Gib mir einen Stein ins Gesicht, genau. Das ist eine Potion, die ist auch, meine ich, 200 wert oder sowas. Kann das sein? Und Langschwert, Alter. Mega. Also dann muss ich jetzt auf jeden Fall wieder Items. Die Ingredients sind halt alle so, ich weiß nicht mehr, was die genau machen. Es reicht mir eigentlich, wenn ich ein paar davon mitnehme. Fuck. Habe ich Fuck gesagt? Ich wollte Zack sagen. Ah, Gegengift war das. Und was ist Gegengift wert? 550. Hierfür müssen wir erst was wegwerfen, um das Ding auch zu machen. Okay, das ist ein bisschen... Brot weg. Das ist auf jeden Fall mehr wert als ein Brot. Kackviech. Okay, da ist der nächste Flur. Gibt auch Bosse übrigens. Okay.
Das ist, habe ich es geschafft? Ich habe es geschafft, nicht wahr? Ich habe es geschafft. Ich habe die Halle der Prüfung geschafft. Oh, süßes Mysterium des Lebens. Jetzt gibst du mir endlich Geld. Way to go, Louis. Racketeer, das ist alles dank euch, Leute. Ist alles schön und gut, aber da ist noch eine Truhe vor uns. Wir sollten es auf jeden Fall anschauen. Tier, du bist wirklich nur hinter dem Geld, nicht wahr? Was? Sag solche dummen Sachen nicht. Es gibt keinen Grund, mich wie einen fliegenden Ball der Gier zu behandeln. Nun, ich liebe auch Schätze, also keine Sorge, Tier, ich fühle mit dir. Wirklich, ihr versteht mich völlig falsch. So, da werden wir jetzt, werde ich vermutlich nicht mitnehmen können, ohne was wegzuwerfen. Zack. Also, der Inhalt des, der Truhe. Ah, gib mir nur eine Sekunde. Ah, das ist die Karte. Hey! Wow, Karten. Das ist die Abenteurer-Gildenkarte. Hier, Rickhead, nimm eine, wie versprochen. Oh ja, danke. Nun, du hast uns auf jeden Fall verschlossen und versprochen, irgendwann deine Karte zu geben. Aber wir müssen nicht darauf bestehen, direkt die erste zu bekommen. Du solltest wirklich darüber nachdenken, wen du deine erste geben willst. Ja, ich will's so. Rickhead, ich bitte dich, bitte nimm meine allererste Karte. Klar, danke. Wunderbar, ich kann es kaum abwarten, mit euch beiden auf noch mehr Abenteuer zu gehen. Ne? Verdammt, wirklich junge Menschen. Oh, Tier, was ist das, was da gerade aufgetaucht ist? Das ist ein Goho. Was ich meine, eine Tür der Rückkehr, meine ich. Wenn du das Tor betrittst, dann kannst du zurück zum Stadt gehen. Das hier ist aufgetaucht, weil wir das Dungeon geschafft haben. Aber sie tauchen öfters auch während der normalen Erkundung auf. Ungefähr alle 5 Level oder so. Warte, aber wenn wir das hier in die Stadt zurücknehmen würden, während wir zur Hälfte drin sind, müssen wir dann nicht wieder beim Anfang anfangen? Nein. Du kannst immer wieder zu den Flur zurückkehren, wo eine Tür war. Um genau zu sein, wenn du nicht eine Tür nutzt, dann musst du neu starten. Also, wenn wir eine Tür finden, dann sollten wir sie immer benutzen. Fast immer. Wenn wir uns ausruhen müssen und unsere Gegenstände loswerden, dann sollten wir eine Tür nutzen. Aber erinnere dich, zurückzukehren kostet Zeit. Außerdem wird dann unser momentaner Contract mit unseren Companion beendet. Und wir müssten ihn wieder neu anheuern oder einen anderen wählen. Wenn da etwas Bestimmtes in diesem Dungeon wäre, das du willst. Und kannst du auch einfach die Türen ignorieren und weiter reingehen. Gut, aber ich denke, wir sollten jetzt zurückkehren. Oh, und nur um sicher zu gehen, in der Zukunft, bitte versuch, es zu vermeiden, das als Heimgehen zu bezeichnen, ja? Okay. So, wir haben hier jetzt einige Sachen mitgenommen. Wie gesagt, darum nehme ich üblicherweise kein Essen mit, weil wir haben jetzt den Apfel nicht gebraucht. Ich glaube, der Apfel wäre ohnehin. Süße Sachen sind doch irgendwie, um Mana aufzufüllen oder so. Egal, keine Ahnung. Aber wir haben auf jeden Fall das geschafft. Wir könnten quasi noch einmal den Laden aufmachen.
Ich will nicht mit dir reden. Hier machen wir jetzt geile Langschwerter dahin. Warte, ich will noch kurz das nachgucken. Genau. Das ist nämlich genau das, was ich mir dachte, weil ich meine Langschwert plus 1 und sowas macht tatsächlich keinen Unterschied für den Verkaufspreis von der Nummer, sondern das ist nur für den Abenteurer dann besser. Natürlich ärgerlich. Hier machen wir noch so einen Rusty Dagger hin. Nein. Nee, Moment, wir machen hier natürlich nicht das scheiß Schwert, sondern wir machen hier geil Ding, ne? Machen wir da Brot, dann machen wir da Apfel, von allem ein bisschen. Wir machen da auch noch so ein Armband haben wir schon. Das hier auf jeden Fall. Close brauchen wir auch nicht zweimal. Wir machen da Anti-Venom. So, zack. Und dann machen wir noch einmal auf. Willkommen, kann ich dir irgendwas behilflich sein? Ah, der will direkt das geile Langschwert. Ja, gib ihm. Okay, der will den Rusty Dagger haben. Der hat kaum Geld, der Junge. Und er braucht das Ding auch nicht. Wir sehen übrigens auch unten links immer wieder sowas wie Near Pin und sowas. Das seht ihr ganz leicht, ne, bei Merchant Level aufpoppen. Das heißt, wir sind nah am perfekten Preis dran gewesen. Bei ihm ist es halt echt sehr, sehr niedrig. Wir haben plus 1920 gemacht. Nicht schlecht. Erwartungen übertroffen. Dann speichern wir jetzt wieder mal. Wir haben noch 4 Tage Zeit, um 10.000 zu bekommen. Das ist krass. Und dann beende ich diese Folge Racketeer. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut rein!